Moin von meiner Anlage. Heute berichte ich davon, der Umbau einer E110. Diese Lok habe ich schon ziemlich lange, das ist eine alte Lok von Trix Express. Damals wurde ja diese E110 nur gebaut mit wechselnden weißen, roten, gab es nicht, vorderen Lichtern, also weiß nur vorne und im Wechsel auch die andere Seite bei Rückwärtsfahrt wurde auch weiß gemacht. Den baue ich jetzt gerade digital um und habe vor, das wechselnde Licht auch mit roten Rücklichtern zu versehen. Zusätzlich eine Rangierlok, das heißt im Rangierbetrieb beide Seiten weiß. Das habe ich jetzt geplant und das will ich euch jetzt mal zeigen. Im ersten Schritt wird die Lok jetzt erstmal komplett gereinigt, sämtliche Teile auseinander montiert, neu gefettet. Der Motor ist schon mal gereinigt worden. Ich habe hier komplett das Ding einmal auseinander geschmiert mit Isopropanol und mit Bremsenreiniger den ganzen Anker gereinigt. Der ist soweit sauber. Die Zahnräder sind noch komplett in Ordnung. Die Welle habe ich auch schon auseinander gehabt und gereinigt mit den Schnecken dort für den Antrieb. Ich habe die hinteren Zahnräder schon gereinigt und geölt. Dann habe ich dabei festgestellt, dass diese hier komplett hin ist. Das sieht man leider jetzt hier wahrscheinlich doch, kann man sehen. Dieses Zahnrad ist total runtergeschliffen. Der Antriebszahnrad von dem einen Radkranz, den wird ausgetauscht. Und da ich jetzt einmal den tausche, tausche ich den anderen gleich mit, was sicherlich besser ist. Die beiden Teile sind bestellt, da warte ich gerade drauf. Und wenn die da sind, baue ich die dann wieder ein. Damit ist das Drehgestell hier fertig. Das andere Drehgestell werde ich auch noch demontieren. Dann werde ich schon mal sämtliche Leitungen ablöten. Hier, die wir nicht mehr brauchen. Die ganzen Verbindungsmasse, die müssen ja sowieso runter, weil ich das Ganze digitalisieren werde. Und dann geht es wieder weiter. So, wir sind wieder einen Schritt weiter. Inzwischen habe ich die Motorkohlen erneuert. Ich habe ganzen Zahnräder schön durchgefettet, von der Übersetzung, von den Schnecken hier, von den Antrieben runter. Dann habe ich die Motorplatte, das Motorschildchen hier erneuert, wo die Schleifer drauf angebracht sind. Der alte war gebrochen, den habe ich auch nochmal neu erneuert. Dann habe ich beide Räder unten ausgetauscht mit den entsprechenden Zahnrädern. Die waren ja auf der einen Seite sowieso abgefahren total, den habe ich jetzt beide gleich gewechselt. Ja gut, der andere ist jetzt natürlich in Silber. Das ist diese brunierten, aber das macht mir nichts. Gleichzeitig habe ich auch erneuert die Radschleifer alle beide, vorne und hinten. Ja, damit ist der Motor schon mal wieder in Ordnung. Ich habe mir eben auch schon mal kurz an das Kabel angeschlossen mit einem Prüfer hier unten angeklemmt an beiden Seiten und habe die mal laufen lassen. Der Motor läuft jetzt seitenweit und super. Jetzt löte ich mal dieses Verbindungsteil hier wieder zusammen so ein bisschen, wo die Leitungen durchlaufen, damit ich die weiter erhalten kann. Die ist hier nämlich auch durchgebrochen. Entfernt habe ich das Teil hier, wo der Dachabnehmer ist. Der ist nämlich total durchgebrannt gewesen scheinbar. Warum, weiß ich nicht. Den habe ich ausgebaut. Das werde ich mit einem Kabel dann zum Dach lösen für die Beleuchtung, wenn ich dann mit der Beleuchtung soweit sind. Jetzt im nächsten Schritt löte ich erstmal die ganze Leitung hier neu für die Abnehmer von den Radschleifern. Von den Stromabnehmern und dann schauen wir mal weiter. So, nun sind alle Teile schön angelötet. Motor in Orange und Grau, der Mittelleiter in Blau und Rot, Außenschleifer digital. Nun warte ich auf die Teile und dann können wir weitermachen.
So, inzwischen bin ich jetzt wieder weiter. Die Platine von dem Lars Prönen von der Firma Prönen Modellbahn ist gekommen. Die habe ich auch schön verlötet. Entsprechend wieder für meinen Plan, dass ich ein Rangierlicht fahre, weiß vorn und hinten. Und ich fahre über AUX 1 und AUX 2 weiße und rote Lichter. Das heißt, hinten natürlich immer rot im Wechsel, weiß vorne im Wechsel, je nach Fahrtrichtung. Alles schön angelötet. Die Platine ist schon mal befestigt, war nicht so einfach. Ich muss hier so ein kleines Klötzchen drunter bauen, das geht aber ganz gut. Der Motor hat alle neuen Teile drin, der neue Schleifer ist drunter. Wir haben die neue Motorplatine, alles schön angeschlossen auf dem digitalen Teil. Ja, und jetzt geht es darum, wie baue ich weiter meine Geschichte mit der Beleuchtung. Zunächst wollte ich diese Platinen bestückt mit LEDs montieren. Wir haben hier einmal die weiße und hier haben wir die weiß und rote. Das hat aber nicht funktioniert, weil die Platten vorne im Führerstand zum Motorstirnchen so voll und eng waren, das hätte ich nicht hingekriegt. Dadurch habe ich diesen Gedanken eigentlich wieder verworfen, obwohl der schön gewesen wäre, weil die waren komplett schon bestückt mit Widerstanden und alles. Die hätte ich nur anlöten müssen. Hier mal für zwei Ausgänge, rot und weiß. Und hier der andere wieder gesagt, nur weiß. Den hätte ich nur anlöten müssen, die Kabel, und dann wäre das schon fertig gewesen. Ich habe mich dann umentschieden, bin hier in den Elektronikladen gefahren, in der Nähe von Kreuzau, habe mir dann einmal diese Duo-LEDs geholt. Und einmal hier diese warmweißen, einfachen LEDs. Alle in 3 mm Durchmesser, die Kugeln oben, die Glaskörper. Und die werde ich jetzt verwenden. Wir haben in der Mitte natürlich hier wieder die Plusleitung. Bei dem anderen ist hier die Plusleitung. Da muss ich noch Widerstände anlöten. 1000 Ohm jeweils habe ich hier mitgenommen. Die löte ich auch an. Und dann an den Ausgängen hier kommt eben entsprechend hier fürs weiße Licht, hier auch fürs weiße Licht und hier fürs rote in Anschluss dran. Und damit werde ich dann zweimal die unteren Beleuchtung fahren, das heißt wechselweiß und rot. Und die Stirnbeleuchtung brauche ich ja nur in Vorausfahrt in weiß. Die löte ich jetzt mal alle an und wenn das fertig ist, könnt ihr euch das mal wieder angucken. So, hier kann man jetzt sehen, ich habe die LEDs hier durch die Öffnung gesteckt. Ich habe dazu die entsprechenden alten Lichtleiter entfernt. Ebenso habe ich entfernt die bestehenden Gehäuseabdeckungen hier vorne, wo das Führerstandsteil war. Die habe ich auch ausgebaut, die braucht man nicht mehr. Und dann sieht man das hier, wie gesagt, die sind ja auch nicht verglast, die Fenster. Ich kann also nicht durchgucken, da machte das nichts. Ich habe dann hier eingeklebt entsprechend die LEDs, die dann verdrahtet und angelötet worden sind. Und hier unten auch das andere, ist das dritte Licht, ist das auch vordere, oben das Stirnlicht. So, jetzt baue ich die Lok zusammen. Einmal kurz durchgetestet habe ich sie gerade noch. Und nachdem ich sie zusammengebaut habe, stellen wir die dann aufs Testgleis. Den Decoder habe ich natürlich auch noch aufgesteckt. Und jetzt schließen wir das Gehäuse wieder. Dabei habe ich darauf geachtet, dass keine Kabel irgendwo durchgucken und eingequetscht werden. Und damit geht das Ganze jetzt ans Testgleis. Wenn die Schrauben fest sind, so, erledigt. So, die Lok steht jetzt auf dem Prüfgleis. Ich schalte mal hin. Digitalstrom ein, das habe ich jetzt getan. Gehe mal jetzt auf F0, damit ist das Fahrlicht eingeschaltet. Das ist da, auf beiden Seiten. Die andere Seite sehe ich natürlich jetzt nur noch von hier, die brennt aber auch. Hier haben wir die Seite, die vorne ist. Jetzt auf F1. Bei F1 erscheint dann hinten das rote Licht, das sieht man da auch ein bisschen. Und wenn ich wieder wechsle, die Fahrtrichtung ändere, dann erscheint das grüne, das rote natürlich auf der anderen Seite, dementsprechend bei Lichtwechsel. Dazu gibt es noch eine weitere Funktion, und zwar ist das die Funktion, wenn ich das rote Licht wieder ausmache mit F3, das Rangierlicht, da fährt die Lok natürlich viel langsamer und man sieht, dass auf beiden Seiten gleichzeitig die weißen Lampen brennen.
Und aus dem Modus heraus können wir ja mal fahren jetzt. Wir haben einmal jetzt, wie gesagt, den Rangiergang eingelegt mit Weiß vorne auf beiden Seiten. Ich erhöhe mal die Fahrt. Und dann merkt man, dass automatisch die Lok deutlich langsamer läuft. Ich habe jetzt schon fast halbe Geschwindigkeit und trotzdem ist die Lok ganz langsam unterwegs. Also reine Rangierfahrt, reine Rangiergang. Jetzt gehe ich mal in der Fahrt wieder runter. Schalte mal F3 aus, das heißt Rangiergang ist weg. Ich mache wieder die Rücklichter an, rot. Habe vorne das weiße Licht. Und fahre jetzt mal vorwärts. Und erhöhe mal die Fahrt immer weiter. Lok läuft wieder sehr ruhig, wunderbar. Jetzt ändere ich mal die Fahrtrichtung. Das wird sie ganz automatisch machen und schalte da auch mit das Licht um. Jetzt ist der Fahrtrichtungswechsel durch. Licht geht an und hinten das rote. Auch jetzt läuft sie auch gleich gut. Gut, läuft also prima. Die E110 hat mehr Licht als vorher, wo ich analog fuhr. Und jetzt gehen wir damit auf die Anlage. So, die Lok steht jetzt auf dem Gleis. Ich schalte jetzt erstmal Licht an mit F0. Licht brennt. Und die Rückbeleuchtung mit F1. Das heißt das rote Licht. Und der Sinn darin ist eigentlich nur, ich habe jetzt zwar einen Lichtwechsel, wenn ich ohne Waggons fahren würde, aber wenn ich jetzt mit mehreren Waggons hinten dran fahre oder einen Güterzug oder einen Waggon, ganz egal. Normal kann er das ja nicht, aber in der Programmierung kann man immer das Rücklicht auch unterwegs nochmal ausschalten. So wie jetzt hier zum Beispiel, wir haben ja einen Waggon angehangen und ich fahre jetzt mal los und dann sieht man, dass das Ganze so auch funktioniert, auch ohne Licht. So, ich hole die Lok mal wieder zurück. Ich bleibe da mal stehen. Lichtwechsel wäre da. Ne? Ich fahre aber ja in die andere Richtung im Moment noch. Jetzt schalte ich mal das rote Licht hinten ein. So, jetzt sieht man wieder, wie der Lichtwechsel gleich kommt. Jetzt geht er auf die rote Seite wieder zurück nach hinten. Und jetzt komme ich mal zurück. Ah, da bleibt er leider auf dem weichen Teil stehen. Das macht aber nichts. Da kann man mal hingehen. Habe ich gerade ungünstig gemacht, weil ich ganz langsam über diese Weiche fahren bin, die jetzt schmutzig ist, weil ich da rumbaue. Ich schiebe den mal ein bisschen da drüber. So, und dann läuft er wieder. Und jetzt sieht man, wenn ich hier ankomme, dann habe ich vorne das Weiße und das Rote ist hinten. Wechselte Seite wieder nochmal das Gleiche und das läuft alles prima. Gut, zufrieden. Die Lok hat jetzt neue Lichter. Ist digitalisiert. Das war Lok Nummer 4. Ja, damit sind wir mit dem Video wieder am Ende. Wie gesagt, vierte Lok fährt jetzt auch digital. Jetzt baue ich mal wieder an Anlage weiter. Als nächste Plan ist noch meine TEE, den ich hier stehen habe. Die ganzen Waggons zu beleuchten mit LED. Das kommt in einem späteren Video. An der Stelle möchte ich mich bedanken für das Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch lassen. Kommentare sind immer gerne gelesen. Und wer mich abonnieren möchte, kann das auch tun. Kostet nichts extra. Am liebsten mit der Glocke. Tschüss!